Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Moon und unserer Sky und unseren Wowbus Rusty und Mimi, die hier gerade aus dem Klo trinkt. Das finde ich nicht gut. Aber heute ist ein ganz besonderer Part, denn Moon wird zur jungen Erwachsenen. Sie schreibt heute noch ihre Abschlussprüfung. Aber ja, sie wird zur jungen Erwachsenen und damit schließen wir Generation 1 ab und starten direkt in Generation 2. Ich bin schon super gespannt. Ich werde ihr jetzt nicht das größte Umstyling geben, wenn sie dann älter wird, weil ich finde, sie sieht jetzt nicht so jung aus. Aber ich habe schon etwas vorbereitet. Natürlich müssen wir den normalen Dreh machen, aber wir haben hier noch einen Dreh. Weil ich hatte ja darüber gesprochen, irgendwie möchte ich den Vampirismus eventuell heilen. Ich kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, okay, vielleicht ist das blöd. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass wir das auch ein Glücksrad entscheiden lassen. Und da sind dann so Sachen wie, ja, also Sky wird humanisiert, Moon wird humanisiert, beide werden humanisiert. Und da ich da meinte, dass ich das vor allem machen will, weil ich halt nicht diese Vampire 2 Millionen Generationen hintereinander immer noch am Leben haben möchte, hat das Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Habe ich auch als einen Zug Sky stirbt bei Moons Auszug, beziehungsweise kurz davor, weil dann würde ich Moon nämlich die Hunde mitnehmen lassen. Und Sky bleibt am Leben. Also es würde einfach nichts passieren letztendlich. Deswegen, das würde ich jetzt als erstes machen, damit wir wissen, worauf wir uns hier einstellen. Heute. Und auf geht's. Es tut mir jetzt ein bisschen weh. Das ist jetzt echt krass, das zu wissen. Why? Wir machen aber für den heutigen Dreh erstmal, es ist die 4. Tasche ein beliebiges Merkmal deines Sims durch ein neues aus. Wir müssen ja nicht zwingend eins deines Sims. Also zählen die Tiere dann auch als Sims? Ich gucke mal, ob ich von denen was austausche, weil von Moon will ich nichts tauschen. Sky lohnt sich halt jetzt gar nicht mehr, ne? Wenn wir jetzt wissen, dass sie eh... Könnte ich ja gucken, dass ich hier von denen irgendwas verändere. Aber die sind eigentlich auch okay, oder? Kann sie mal bitte nach Hause gehen? Ich meine, wenn sie jetzt schon stirbt, dann müssen wir uns da nicht manuell drum kümmern, aber es macht es jetzt auch nicht besser. Ja, sonst könnte ich ja auch einfach Moons Faulmerkmale entfernen. Ich glaube, das mache ich dann auch einfach. Und dann wird das am Ende wieder gerandomized. Ich sehe es schon kommen, wenn sie dann älter wird. So, faul kommt weg gegen ein beliebiges neues. Ich glaube, Perfektionistin ist ganz cool. Und da sehe ich sie auch eigentlich ganz gut, deswegen. So, sie müsste ja schon fertig sein mit Lernen und sowas. Sie kann nicht mehr lernen. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ich hoffe einfach, dass sie diese Prüfung besteht. Aber das wird schon irgendwie. Warum schlafen beide unserer Hunde gerade? Same girl. Vielleicht trinkt sie noch einen Schluck hinterher. Wow, Sky hat es doch tatsächlich nach Hause geschafft, ohne zu sterben. Was ist denn da los? Krass, dass du noch nicht random gestorben bist. Aber naja, das wird sich ja anscheinend gleich ändern. Also es dauert ja noch einen Moment. Ich möchte ja gerne noch den Abschluss erleben mit ihr und so. Dann lassen wir sie nach der Abschlussfeier altern. Also quasi spät in der Nacht. We will see. Sie ist einfach hier so in Badekleidung. Alle nur so, okay. Und damit dir kein Missgeschick passiert, geh erstmal rein. Vor allem keiner hinterfragt es einfach, ne? Es ist so geil. Sie so, ja, Badekleidung, let's go. Also ich meine, so krass fällt es jetzt auch nicht auf, ne? Aber sie hat keine Füße an. Sie hat keine Schuhe an. Und vielleicht ist das auch ein bisschen aufreizend für die Schule. Ich meine, grundsätzlich könnte das auch als Outfit durchgehen, aber ich weiß ja nicht. Sie hockt erstmal am PC. Aber außer Molly ist sowieso keiner da, den wir mögen. Also von daher, ja, weiß ich nicht. Ich kann verstehen, dass sie sich dann an den PC setzt. Unser Lehrer möchte einfach mit uns sprechen, okay? Also sie ist auf jeden Fall schon bereit für den Unterricht. Das ist auch gut. Ich hoffe, dass das hier klappt, ja? Have fun mit der Prüfung. Auf geht's! Hör auf, die ganze Zeit irgendwas machen zu wollen. Weil das Ding ist, dann hören die auf, diese Prüfung zu schreiben. Und ich glaube, dadurch kriegen die dann auch immer die schlechten Noten, weil sie immer random sich denken, lol, lieber verbotene Wörter schreien. Nein, hör auf! Diese Prüfung ist wichtiger, weil damit würde sie zumindest noch 2 Jahre Oberschülerin werden. Hätte sie wenigstens irgendeinen Vorteil dadurch, dass sie zur Schule gegangen ist, ja? Weil mit 1er Oberschüler weiß ich, dass es sein kann, dass man dann ein paar Level höher steigt. Bei 2er Oberschüler weiß ich jetzt nicht, ob das auch was bringt. Tommy möchte zum Abschlussball gehen, aber... Tommy, ich gehe mit Jericho. Jericho ist schon ein junger Erwachsener, läuft. Ich hoffe, er kann trotzdem kommen.
Sonst fände ich das ganz schön gemein. Außerdem, Tommy, was ist dein Outfit? Was ist das? Das ist alles, aber nicht stylisch. Also ihr könnt ja über die Abschlussprüfung posten. Wir machen mal eine Glücksstory draus. Bin ich froh, weil ich es gut gemacht habe oder bin ich erleichtert, weil es vorbei ist? So oder so fühle ich mich gut. Ja, wie kann man so mad sein? Ich schwöre. Zum Glück geht das Mood Day vorbei, ey. Dann auf zur nächsten Prüfung. Ich glaube, sie kommt zu spät, oder? Es könnte knapp werden. Okay, sie ist noch gar nicht drin, aber es gibt schon ein schwieriges Problem. Die Prüfung enthält zahlreiche Fragen zu dem Buch, das die Klasse lesen sollte. Es handelt von Sims, die auf mysteriöse Weise ewig leben und nie altern. Es gibt spezielle Fragen zur Handlung, den Charakteren und dem Ende. Schreibe einen Aufsatz über die Schlüsselthemen und führe Beispiele aus dem Buch zu diesen Themen an. Ich lasse sie improvisieren. Moon und Tommy haben sich aus den Augen verloren und sind keine besten Freunde mehr. Hey! Moon vertraut darauf, dass das Schicksal ihr eine Antwort auf diese schwere Prüfungsfrage gibt, aber das Schicksal versagt. Als sie auf ihre fertige Antwort starrt, weiß sie, dass sie auf keinen Fall richtig sein kann. Geringer Vorteil bei Prüfung basierend auf Glück. So, Prüfung vorbei. Moon hat die Prüfung bravourös gemeistert. Gute Arbeit. Warum ist sie dann trotzdem nur Dreier-Oberschülerin? Ich finde das fies. Hallo? Es ist ja Nacht in der Stadt, deswegen würde ich mit Moon Guy vielleicht hier hingehen. Ins Diner und da was essen, weil ich will nicht, dass die sad sind an ihrem Abschlusstag darüber, dass der Feiertag nicht genossen wurde. Aber sie ist stolz auf sich, dass sie die Prüfung gemeistert hat. Schön. Ihr geht jetzt auf jeden Fall beide rein, weil sonst bin ich sauer auf euch. So, und dann bestellen wir natürlich auch direkt schon. Wieso haben wir dreckiges Geschirr auf unserem Tisch? Nehmen wir Soda. Obwohl, okay, wir können auch beide ein Limo nehmen, einfach. Limo ist besser. Sky ist ein Bananenbrot. Ach ja, wir haben ja hier Kugelfisch-Nigiri hinzugefügt. Aber wenn wir das ja einmal gedingst hatten, ne? Gedreht. Ein Zitronen-Baisi. Weiß, wie auch immer man das ausspricht. Kuchen für Moon. Sie hat es jetzt als abgeschlossen gedingst, aber sie noch nicht, hä? Ah, jetzt auch. Was ist so scharf wie die Klaue eines Vampirs? Seine andere Klaue. Mann, Moon, du bist so witzig. Wow. Dass du dir Zeit für mich nimmst, bedeutet mir wirklich viel. Ich wollte nur, dass du das weißt. Tu mir das doch nicht an. Savannah ruft an. Ich habe deine Killer-Moves im Internet gesehen. Wie wäre es, wenn du deine Fähigkeiten in das Computerteam einbringen würdest? Es ist mein letzter Tag in der Schule gewesen. Ich werde definitiv jetzt nicht noch mein Team ändern. Wieso sind hier nicht so viele alte Menschen? Hier sind alles nur Senioren. Ich bin ja gespannt, ob wir unser Essen noch bekommen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Stirbt die hier gerade an Kugelfisch-Nigiri? Oh mein Gott! Ach du Scheiße, ey. Das Problem ist, wir können ja den Grabstein hier nicht liegen lassen. Oder ist hier gar kein Grabstein? Aber der muss ja hier irgendwo sein. Ich sehe keinen. Ja, dann kümmert euch mal hier um euer Essen, das ist kein Problem. Ich bin ein bisschen schock, Leute. Aber ihre Urne ist gone. Naja, unser Essen ist auch vorbei. Wir gehen einfach. So, ihr geht jetzt erstmal wieder rein. Ich sehe das hier gar nicht ein. Ich werde das Haus übrigens hochladen in die Galerie gleich. Also, wenn ich den Part beendet habe quasi. Also für euch ist der dann schon online. Also das hier. Habe ich hier ernsthaft zweimal den hingestellt? Boah, ich bin ja auch eine Intelligenzbestie. Warum fällt mir das denn erst jetzt auf? Dass ihr da zweimal denselben Obstkorb hingestellt habt. Naja. Aber ich lade den auf jeden Fall in die Galerie hoch. Ich nehme halt nur die Fotos und so ab, weil ich weiß, dass das sonst als Custom Content gekennzeichnet wird. Und dann finden das manche wieder nicht und so. Und deswegen nehme ich die Fotos halt ab. Außerdem, was wollt ihr mit Fotos von meinen Sims? Weil selbst wenn man einem die Einrichtung oder so nicht gefällt, ich finde den Grundriss trotzdem eigentlich ganz cool. Und ich finde, dass dieses Haus schon irgendwie was Besonderes ist. Deswegen finde ich, sollten wir das auch in Erinnerung behalten. Und dadurch sollte es auch in der Galerie einfach sein, meiner Meinung nach. Also wenn ihr schon immer mal mit diesem Haus spielen wolltet, dann ist jetzt die Gelegenheit. Venya ist tot. What happened? Venya ist beim Bergsteigen abgerutscht. Nein, da muss sie ja mit noch mehr Toten klarkommen. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Moons Leben ist auch einfach eine Misere, ne? Ey, ich meine, erst streiten sich ihre Eltern halt so übel krass und so, also weil Sky ja Carla betrogen hat. Dann nähern sie sich zwar wieder an, aber Carla stirbt dann halt. Dann stirbt ihr bester Freund und kurz darauf stirbt dann einfach ihre andere Mutter. Die hat dann einfach keine Familie mehr. Sie hat halt noch Jericho, so können wir halt nur hoffen, dass das gut geht, weil sonst kritisch. Oh, Moon und Mimi sind soeben beste Freunde geworden.
I love you. Also die zwei kommen auf jeden Fall mit, die lassen wir nicht zurück. Ew! Nicht eine eigene Pisse auflecken. Ew! Oh mein Gott, ich kann die sogar theoretisch zur Paarung ermutigen. Rusty hat gelernt, nicht in der Pfütze zu spielen. Woo! Mal kurz dunkle Meditation. Weil ich meine, nachher ist ja dann auch der Abschussball. Und davor sollte sie vielleicht nicht sterben. So, und die 92 ist übrigens heute noch unser Ding. Versuche mit jemandem ein Baby zu machen. Ich rast aus, Alter. Ich hasse dieses Spiel. Diese Challenge macht mich fertig, Alter. Ja, ne? Also, immerhin ist sie dann kein Teenager mehr, ne? Wir lassen sie aber, glaube ich, erst altern. Also, dass wir quasi Jericho dann nach dem Ball quasi nochmal mitnehmen. Und da dann Dinge versuchen. Und Dinge vielleicht auch dann offiziell angehen. Was macht sie denn hier hinten? Ja, jetzt haben wir eh keine Chance mehr, oder? Das schafft sie doch jetzt nicht mehr. Wenn sie das schafft, ne? Dann kriegt sie den Applaus des Jahres. Wie macht diese Frau das? Sie ist doch alles toll. Also sie will und will nicht sterben, ne? Finde ich toll. Aber leider haben wir keine andere Wahl. Sie steht vorm Spiegel, obwohl sie sich nicht mal drin sehen kann. Ich lieb's ja. Nein, wir gehen nicht zusammen zum Abschlussball. Alle hassen uns, weil wir nicht mit denen zum Abschlussball gehen wollen, ey. Aber wir haben ja schon jemanden, mit dem wir hingehen. Wir können ihn ja schon mal einladen, einfach mal. Ich versuche aber jetzt noch keinen Teil möchte zu machen, aber vielleicht fragen wir ihn mal, ob wir zusammen sein wollen. Ach ja, sie ist ja traurig. Oh, sie ist selbstsicher. Jetzt ist Moon auch noch verknallt in Evelyn, Alter. Aber wir sind jetzt hier mit Jericho. Weil Jericho war unser erster Schwarm und das ist der einzig wahre Schwarm. Toll, oder? Richtig schön. Wieso sind denn beide Näpfe leer? Dann bitten wir ihn, unser Freund zu sein. Kann nicht mit einem Erwachsenen zum Abschlussball gehen, ne? Aber hey, sie sind zusammen. Das heißt, wir laden ihn auf jeden Fall ein. Die machen einfach erstmal halb rum. Läuft bei euch, Leute. Ah, er ist ein Einzelgänger. Als letztes Merkmal, was wir noch nicht kennen. Ja, aber das ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes, ne? Ich weiß, dass Moon heute Geburtstag hat. Mimi hat gelernt, draußen das Geschäft zu verrichten. Mein kleines Treffen vor dem Abschlussball. In der Bailey Moon Villa. Okay. Nice. Also Moon kennt keinen davon. Ist das nicht toll? Aber hey, Hauptsache, wir können in so einer fetten Villa chillen. Oh, Moon hat auch Angst vor unerfüllten Träumen. Toll. Alle meine Sims haben Angst vor unerfüllten Träumen. So, und die können wir dann auch alle hier hinzufügen. Ja, auf jeden Fall ein paar Leute kennengelernt. Das ist doch toll, oder? Moon hat den Lebensstil gesellig bekommen. Interessant dafür, dass wir meinten, dass sie vielleicht nicht mit so vielen Leuten Kontakt hat. Aber ist okay, sage ich mal. Sie nebenbei so erstmal meditieren. Das funktioniert so nicht, Sky. Also süß, aber ich sag, mach das bloß nicht. Ich glaube, die sind in einer absoluten Traumwelt, ey. Ich meine, ich werde nichts sagen, aber Carla ist schon tot. Was Sky dann mit Carla nach ihrem Tod macht, das ist ihr Ding, aber um wie viel Uhr beginnt denn der Abschlussball? 19, 20 Uhr dann anscheinend? Wenn sie nicht eingeladen wird, dann schade am Lade. Das Spiel hat mich anscheinend abgehört. Symbolbild. Soll mal reingehen. Dann lädt sie Jericho ein. Rein hier alle. Was ist mit euch, Alter? Ich kann ja schon mal ein bisschen dancen. Und dann müssen wir auf jeden Fall wählen. Also unsere beste, also die Person, mit der wir uns am besten verstehen, die gerade hier ist, ist Evelyn. Deswegen wählen wir auf jeden Fall Evelyn zur Abschlussballkönigin. Und Maurice Bell oder so. Der ist bestimmt total der Narr. Also Jericho ist da. Zieh ihm mal gerade seine schicke Kleidung an. Und dann machen wir zusammen ein romantisches Foto in der Fotobox. Und so, auf geht's, ab geht's. Vor allem kann man da drin einfach ein Techtelmechtel haben. Das ist zu wild. Aber ich würde auch gerne nochmal ein Selfie oder so machen vom Abschlussball. Also ein paar Selfies. Jawohl, das ist doch schön. Das ist übel süß. Oh. Wehe, da ist irgendwie ein Fingerabdruck drauf oder sowas, ne? Oh. Love you so much. Also das fühle ich auf jeden Fall. Bisschen betrunken. Und das sehe ich auch. Das hat schlechte Qualität, das Foto. Oh mein Gott, ich glaube, das ist genau das Foto, was ich behalten wollte. Och, Mann. Das ist auch verschwommen. Toll, haben wir ein besoffenes Foto. Ja, okay, drei sind ja in Ordnung, aber naja. Dann gönnen wir uns auf jeden Fall Fruchtpunsch. Zärtlicher Schnappschuss. Die Art von Fotos, die man in der Familie am besten nicht zeigt. Oh Gott. Apropos, Fotoboxbild. Okay, das macht alles wett.
Das ist super süß. Wir gehen jetzt zu Evelyn und tanzen mit ihr. Weil Evelyn ist ja unser Girl. Achso, jetzt beginnt das mit diesen Zeremonien. Ich bin gespannt. Abschlussballkönigin ist Evelyn, Friars und nahe des Abschlussballs ist Maurice Bell. Also die, die ich gewählt habe sogar. Wow. Aber Evelyn, ich gönn's dir. Ich hoffe, dass Evelyn jetzt nochmal mit mir zusammen tanzt. Weil wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich würde gerne Gold erreichen, wenn es irgendwie geht. Die Süßen! Das hat aber nicht gezählt. Oha! Oh, wir dürfen trotzdem mit zur Afterparty mitkommen. Nice, dann können wir da wenigstens versuchen, ein Kind zu kriegen. Ich darf ihn nicht auswählen. Jetzt gehen wir gar nicht hin. Okay, dann gehen wir halt gar nicht hin. Moon hat keinen Bock mehr jetzt. Sie hat so gefragt, ja, ich würde Jericho mitnehmen. Und die so, der ist ja kein Teenager mehr. Eklig. Und Moon so, ich habe die Schnauze voll. Ich gehe jetzt. Moody backt jetzt erstmal einen Kuchen, eine Schokotorte. Die können sich ja schon mal angeilen. Also ich meine, sie wird erst Geburtstag haben und dann passiert das da. Aber sie so, ich bin so hübsch. Kannst mir eh nicht widerstehen, oder? Sie möchte mit Bornhilda flirten, Alter. Im Totenreich kann sie das auf jeden Fall tun. Und dann ist eh alles egal, glaube ich. Kurz Geburtstagskerzen drauf. Und Moon darf sich etwas wünschen. Wir auf jeden Fall auch einen Screenshot haben. Hä? Oh, warum macht ihr das denn von hier? Dann gibt es halt keinen Screenshot. Yay! Und sie ist Kunstliebhaberin. Und sie hatte davor Strandleben. Ich weiß nicht, wieso das immer weggeht, wenn die dann von Teenager zu jungen Erwachsenen werden. Weil davor... Warum ändert sich das jetzt auf einmal wieder? Also bevor das Highschool-Pack kam, war das doch auch so, dass das einfach geblieben ist. Die Zukunft erwartet sie. So, meine Liebe. Oh mein Gott, sie wird besessen. Ja, dann lass uns erst versuchen, ein Baby zu machen und danach... Oder? Nee, komm. Komm, wir gehen erst in den Cast. Sie muss ja nicht zwingend schwanger werden. Also ich habe hingeschrieben, versuche ein Baby zu machen. Das wird schon. Schauen wir mal, ob es eine Kleinigkeit gibt, die wir hier noch irgendwie ändern wollen. Und los geht's. Das war's tatsächlich schon. Ich habe jetzt nicht so viel gefunden, was ich hätte ändern wollen. Ich habe ihr halt dieses süße Tattoo gegeben. Dieses Outfit haben wir noch nie so in-game an ihr gesehen, ne? Ist mir mal aufgefallen übrigens. Aber dieses Tattoo habe ich gesehen und nicht so. Ja. Das ist es auf jeden Fall. Weil ich wollte ihr auf jeden Fall irgendwie ein Tattoo geben. Und dann habe ich das hier angeklickt und ich war direkt so, ja. Der Rest sieht halt auch noch relativ halt, also was halt auch gut ein junger Erwachsener tragen kann. Bei der Schlafkleidung habe ich ihr jetzt noch so was... Sexieres gegeben, weil ich dachte, naja, jetzt ist das ja auf jeden Fall auch ein Ding, was sie interessiert, gerade jetzt ja auch, weil sie ja mit Jericho in love ist und so. Ne? Beim Schwimmen habe ich ihr diesen Hut weggenommen, weil ich dachte, ihre Mutter hat ihr ja jahrelang gesagt, ja, du musst auf dich achten und so, trag auf jeden Fall einen Hut, wenn du rausgehst und so, vor allem in der Sonne. Aber ich glaube, Moon ist jetzt so alt genug und sie denkt dann so, ja, das ist halt nur so ein Gerede oder so. Ich werde schon so oder so genug aufpassen. Und deswegen hat sie jetzt diesen Hut einfach abgenommen zum Schwimmen. Aber beim Heißwetter-Outfit habe ich den Hut dran gelassen, weil ich dachte, der sah einfach viel zu cool aus, also passend zum Outfit, als dass ich ihn hätte abnehmen wollen. Aber zum Schwimmen war sie dann halt einfach der Meinung so. Ich bin jetzt alt genug, ich kann meine eigene Entscheidung treffen, so nach dem Motto. Genauso wie mit der Mütze. Also es ist ja oft so, dass je älter die Leute werden, desto weniger Mützen werden gefühlt getragen. Das ist die kleine Veränderung. Ich habe aber auch gesagt, dass es nichts Besonderes wird, weil sie ja jetzt auch nicht gerade kindlich oder so aussieht. Also, dass ich sagen würde, boah, ja, da müsste man jetzt total viel ändern. Spätestens, wenn sie zu Erwachsenen wird, muss aber definitiv ein Umstyling her, weil da... Sie hat halt so einen jungen Stil, einen sehr modernen Stil, sag ich mal. Aber nicht so, dass es irgendwie weird wäre, wenn sie jetzt junge Erwachsene das tragen würde. Also es sind Sachen, die können junge Erwachsene und Teenager tragen. Ich werde jetzt das hier drücken, ne? Trial for Pregnancy. Immerhin kriegt ihre Mutter das nicht noch mit, ey. Im Bett deiner Eltern. Das ist ganz normal. Das macht man so. Viel Spaß. Ah, wie siehst du da schwanger, ne? Wo ich heul einfach. Ich werde aber keinen Schwangerschaftstest mitmachen. Also ich lasse es auf mich zukommen. Ich lasse das so lange laufen, bis die Meldung von sich auskommt, weil I am scared. Aber hey, immerhin fand sie ihr erstes Techtelmechtel total toll. Spektakulär sogar. Ich kann sie jetzt noch nicht gerade töten, weil da keine Optionen aufploppen, wenn ich auf sie drauf drücke. Aber ich kann ja auch einfach sie dann einfach
wenn die Sonne dann rauskommt, daran sterben lassen. Als wenn ich da jetzt irgendwie sage, ja, es schlägt schon wieder ein Blitz ein oder so. Weil das ja dann doch noch ein realistischerer Tod ist, sage ich mal. Auch wenn der Tod so oder so nicht hätte sein müssen. Es ist total blöd. Aber wir haben halt jetzt auch einfach keine andere Chance. Alle von den Säften ausgetrunken? Was ist denn mit ihr? Jericho geht jetzt erstmal nach Hause. Ich bestelle erstmal Plasmabeutel. 30 Stück. Sollte ja wohl erstmal reichen. Oh, jetzt hat sie sogar dieses Outfit an. Das finde ich schön. Oh, warum bist du denn so dreckig, Maus? Hier und da sind so ein paar Sachen verstreut. Die packe ich auf jeden Fall schon mal ein. Diese Sachen lasse ich erst stehen. Die kann ich ja mit hochladen. Ich habe das Haus sogar schon mal abgespeichert. Warum ist das jetzt auch nicht online? Ich liebe die Galerie so sehr, ne? Jetzt aber. Also hier und da sind so ein paar Sachen, die packe ich auf jeden Fall ein. Jetzt steht da auch so ein Kuchen in der Online-Version. Ach, naja. Also falls ihr mal einen Kuchen wolltet, der ist da auch. Und diese ganzen Toiletten, die sind, glaube ich, dann auch so schön präpariert. Oh mein Gott, der Hund muss auf jeden Fall zum Tierarzt. Sie kann dann noch so auf dem Weg nach Hause sein, aber sie schafft es eh nicht mehr zurück. Oh, ja, das war's. Das ist es. Noch nicht? Jetzt. Ja, so eine ähnliche Szene haben wir ja schon mal gesehen im allerersten Part. Wir dürfen jetzt auch nicht flehen, also es ist ja nicht Sinn der Sache. Warum will sie an den Laptop gehen? Hallo, kann sie wenigstens dabei sein? Ach nee, warte mal. Sie stirbt ja sonst auch. Vielleicht ist es gut, wenn du nicht dabei bist. Aber ihren Grabstein nehmen wir auf jeden Fall an uns. Tun wir dann auch demnächst dann auf unseren Friedhof. Danke, dass du diese tolle Familie gegründet hast. Du bist ein Vorbild für alle Nachfolgenden. Kurz im Inventar platzieren. Jetzt stehen am Ende des Parts aber noch ein paar Fragen offen. Zum einen, zieht Moon aus? Oder bleibt sie hier? Das finden wir jetzt heraus. Wir haben nämlich drei Versionen davon. So, und es ist 3. Zieh aus. Okay, also wir ziehen auf jeden Fall aus. Und jetzt ist die Frage, wie viel Geld nehmen wir mit? So, und ich drücke jetzt. Es ist die 8. Das sind 75%. Weil ich nicht so gut in Mathe bin, nutzen wir einen Prozentrechner. Es sind 80.806. Und lässt sich doch leben, oder? Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, in welche Stadt ziehen wir. Und es ist die 16. Hanford-on-Bagley. Süß. Dann gehen wir einmal zu Weltenverwalten. Hier ist sogar ein leeres Grundstück. Abseits des Netzes. Ich glaube nicht, dass wir uns das antun. Aber das kann man auch wegmachen einfach, ne? Wir machen das dann einfach weg. Wir können das Grundstück auch gleich planieren. Möbel verkaufen wir, aber wie gesagt, wir gehen dann trotzdem auf den Betrag zurück. Wir gucken jetzt, ob die Grundstücksmerkmale wirklich weggemacht werden können. Weil wenn nicht, dann würde ich doch noch ein anderes Merkmal wählen. Ein anderes Grundstück, weil ich möchte nicht abseits des Netzes wohnen. Okay, es ist von sich aus durch die Planierung schon weggegangen. Gut. Warum haben wir... Ach so, weil sie gestorben ist. Und hier sind noch ein paar Sachen irgendwie... I don't know. Ich gucke mir das genauer an, wenn wir dann soweit sind, I guess. Nein, dann hat sie wenigstens irgendwas. Sie sieht nicht gerade sehr zufrieden aus. Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was für einen Job sie annehmen wird, darüber können wir ja vielleicht in den Kommentaren diskutieren. Ihr könnt ja sagen, worin ihr sie vielleicht seht. Ansonsten werde ich das natürlich dann einfach selber entscheiden. Im ersten Part der zweiten Generation. Also... Ja, im nächsten Part beginnt dann direkt die zweite Generation für uns. Aber vorher werdet ihr dann noch ein Speedbild zu dem Haus sehen, was ich dann bauen werde für die Süße. Und wie schnell wir Jericho einziehen lassen, weiß ich auch noch nicht. Also ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Generell eure Gedanken zu der kommenden Generation, was man machen könnte, wo ihr denkt, dass die Storyline hingehen könnte, etc. Könnt ihr mir gerne alles in die Kommentare schreiben oder auch privat. Über jeden Gedanken freue ich mich. Ja, und ich bin dann auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann jetzt in Zukunft wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!